Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video, in dem ich zusammen mit euch dieses leckere Chia-Brot backe. Und dazu nehme ich einen halben Würfel Hefe, etwas Zucker, Leitungswasser, Dinkelmehl, Weizenmehl, Weizenvollkornmehl, sowie natürlich Chiasamen, Salz und Brotgewürz. Zuerst löse ich die Hefe auf, dazu gebe ich diese zusammen mit dem Zucker und dem Wasser in den Mixtopf und stelle 3 Minuten ein, 37 Grad und die Stufe 1. Wenn die Hefe sich vollständig aufgelöst hat, kommen schon alle restlichen Zutaten in den Mixtopf dazu und diese werden für 4 Minuten auf der Teigknetstufe verarbeitet. So sieht der fertige Teig jetzt aus. Den fülle ich mir in eine Rührschüssel um, decke ihn mit einem Handtuch ab und lasse ihn für eine Stunde aufgehen. Damit er sich schön verdoppeln kann, so sieht er jetzt aus. Und dann geht es schon weiter mit dem Formen. Dazu nehme ich mir den Teig auf die Arbeitsfläche. Wenn er etwas klebt, nimmt noch ein bisschen Mehl dazu. So lässt er sich leichter verarbeiten. Und nun forme ich den Teig zu einem Brotlaib. Dazu falte ich den Teig von außen in die Mitte, mache das von allen Seiten und so entsteht auf der Rückseite eine glatte Oberfläche. Und dann kann ich den Brotlaib in eine Glasschüssel umfüllen. Ihr könnt natürlich auch eine Brotbackform nehmen, wenn ihr so etwas habt. Bestäube den Brotlaib noch mit Mehl und ritze mit einem scharfen Messer ca. 1 cm tief ein Kreuz rein. Setzt den Deckel auf und dann kann das Brot in den kalten Backofen. Ich stelle 230 Grad Ober-Unterhitze ein und darin wird es für 60 Minuten knusprig gebacken. Die Backzeit ist um, das Brot ist schon etwas ausgekühlt. Ich hole es aus der Form raus und hier seht ihr dann das Ergebnis. Natürlich zeige ich euch noch, wie das Brot angeschnitten aussieht. Hier seht ihr die Schnittkante. Es ist wirklich super knusprig und total lecker. Und wenn ihr Lust bekommen habt, es nachzumachen, dann klickt jetzt hier links unten auf den Button. Da kommt ihr nämlich direkt auf meine Homepage und zum Rezept. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann klickt jetzt hier rechts unten. Und wie immer ein Däumchen nach oben dalassen, wenn euch mein Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video, eure Vanni.